Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei Let's Play Tokyo Bayern. Ich bin's, der Lü. Ja, ich bin auch da und der Lü war gerade eine rauchen. Ihr wisst ja, was ich davon halte. Und ich musste jetzt hier in der Hitze rumstehen und dumm auf ihn warten. Oh, ich hab dich doch noch unterhalten während des Rauchens. Nee, ich hab dich unterhalten, so war's. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben doch. Ja trotzdem unser Gespräch ja trotzdem noch fortgesetzt. Ja, welches denn? Was hat man denn eigentlich gerade ein Gespräch? Siehste? Du hast nicht zugehört, also kannst du ja auch nicht selber mitgesprochen haben. Nee, wir hatten gerade nochmal das alte Thema aufgegriffen gehabt, dass wir, ja, Rechner und so weiter, PC und ja, dass es da ein bisschen Stillstand gab und ach ja, dass mein Laptop eigentlich ja, Sachen schaffen müsste, die er irgendwie momentan nicht schafft und etc. Irgendwie so. Naja, wie gesagt, ein Laptop ist halt immer nur ein Laptop. Kein Laptop ist wirklich, sagen wir mal so, direkt für Games ausgelegt gewesen. Das ist halt von der Bauart schon so. Letzten Endes, Laptops wurden, sagen wir mal, damals erfunden, in Anführungsstrichen, um... Naja, um die, ja, um Datenverkehr und, ja, was weiß ich, Vertreter durch die Gegend schicken zu können, sowas in der Art. Damit jemand nach Möglichkeit das Zeugs mitnehmen kann. Es war aber natürlich immer so, dass das nicht heißt, dass man nicht deswegen trotzdem irgendwie was draufzocken kann. Mittlerweile ist es tatsächlich so, die Handys bzw. Tablets werden teilweise noch besser ausgestattet. Die könnten das teilweise vielleicht ein bisschen besser schaffen. Vielleicht. So. Eridias Hose müsste ich, glaube ich, ne? Magieverstärkung, genau. Okay. Wupp. So, das hier noch aufgeben. Berichtet von eurer Aufgabe. Aha, Magieverstärkung 265. Physische dann den Kokonatz. Da, okay. So. Okay, weißt du was? Ist ein magischer Angriff. Ich glaub, ja, lass mich das mal die Quest abgeben. An Questen. Jo. Das war's. So. Blutkristall. Ihr verlangt eine Belohnung, genau. Lebenstrank, meins. Hast du eigentlich schon deine, beim Seelenheiler, warst du da eigentlich schon gewesen? Ja, da war ich schon, aber ich habe ja hier drüben irgendwo bei Kenua noch irgendeine Quest, die ich abgeben kann. Ist zwar nur eine tägliche, aber ich kann sie abgeben. Jo, dann gib und hier ab. Oben, und hier oben habe ich eine Instanz in der Festung in Trümmern, da kann ich auch abgeben. Ich weiß aber nicht, ob es einfach nur ein Hinrennen ist oder ob ich da rein muss, um die abzugeben. Wo denn? Wenn du auf Karte guckst, aller Urgarten, oben drüber die Instanz Monroe. Ich weiß nicht, ob da jemand davor steht oder sieht eigentlich aus, so wenn man ranzoomt, dass der davor steht, dass man da was abgeben müsste. Genauso wie unten übrigens hier beim Nebeldornwald, wo ist, wie heißt die Instanz? Bei Jogumandbrücke. Also im Prinzip sind da zwei Quests, wo mir angezeigt wird, ja, da könntest du noch was abgeben. Und natürlich, wie gesagt, die eine normale Quest hier, diese tägliche am Blaunebelsumpf, die ich noch abgeben kann. Wo ist denn Blaunebelsumpf? Quatsch, Blaunebelsumpf, so heißt die Quest, also bei Kenua drüben halt. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich im Grunde genommen, haben wir jetzt Kampagne sowie die normalen Questen halt auf jeden Fall durchgearbeitet. Ja, es kann sein, also wie gesagt, die beiden zum Abgeben sind zwei Instanz-Quests. Ich nehme an, dass wir einfach nur zum Weitermachen gehen. Also ja, wie gesagt, oben Mitte und unten rechts. Unten Mitte und oben rechts. Oben Mitte und unten rechts. Oben Mitte. Wir können einfach mal hingehen halt, ne? Genau, es schadet ja nicht. Bevor, ob wir jetzt eine Folge später oder früher Bash gehen. Ja, genau. Wie viel Prozent hast du denn überhaupt? Kommt das denn eigentlich? Ich habe 30, 40? 10, 20, 30, 40 ungefähr. Also 38, 39 Prozent. Mhm. Ja, das ist ja das, was ich ungefähr eigentlich auch mit dir prophezeit hatte, dass das wahrscheinlich so kommen dürfte. Und kommen wird. Ja, und... Ja. Okay, also wir sind jetzt hier bei dem Dorfteleporter, ich weiß nicht, wie es immer, ja, wir sind jetzt schon bei der Legion des Neubeginns. Da gibt es jetzt den Erdetransporter. Genau, Angriffsposten würde ich, wenn es da irgendwas gibt, wo bist du jetzt hier da? Erstmal runter zur Legion des Neubeginns, das ist mit dem Dorfteleporter oder mit dem Legionsdorfteleporter, wie auch immer. Und dann kannst du darüber über den Erdetransporter, genau, da. So, über den Erdetransporter kommst du dann nach oben. Also jetzt im Angriffsposten der Legion, da kannst du jetzt hinfliegen und dann sieht das schon mal gut aus. Ja, nee, kann ich nicht, ich kann das erst in 4 Sekunden. Naja, okay, gut, das ist dann auch egal. Was wir auf jeden Fall mal noch machen können, das sehe ich nämlich jetzt gerade, wir können mal nochmal durch den Riss gehen, dann sind wir mal noch auf der anderen Karte bei den Asmos und vielleicht haben wir da noch ein paar Questen und vielleicht können wir dann das Gebiet zumindest mal anschauen, weil, ja gut, ich meine...
dauert sowieso. Ich meine, wir können sowieso, wahrscheinlich werden wir es dann sowieso so machen, dass wir sagen, okay, gut, wir nehmen unseren Ingison-Pod, werden dann in der Folgenpause, werden wir dann, ja, wieder hinlaufen, so, beziehungsweise, ja, ein bisschen hinlaufen, um dann wieder Richtung Bash zu gehen. Ja, momentan ist halt nicht wirklich viel was anderes drin. Wir könnten noch, was könnten wir noch machen? Wir könnten noch Arena, könnten wir noch gehen. Da hätten wir noch, könnten wir noch wahrscheinlich einmal, könnten wir da noch rein, aber gut, das, ja, ich weiß nicht, du hast ja jetzt, wir haben zwei relativ gut aussehende Charaktere. Im Grunde genommen würde man das jetzt nur wegen dem Skin machen, den man sich da drauf machen kann. Momentan ist es, ich weiß jetzt noch nicht, inwieweit wir dann das Let's Play oder inwieweit das Let's Play dann noch auf Level 60 fortgesetzt wird, um dann vielleicht zum Beispiel noch ein bisschen sich equipmäßig auszustatten oder um das zu zeigen. Aber wenn du halt dich noch equipmäßig ausstatten willst, dann bist du halt auch noch Ewigkeiten halt dran. Zumindest mit dem einfachsten Grundequipment. Naja, ja, weiß ich halt noch nicht. Muss zeigen, mal sehen. Ein bisschen was zeigen werden wir auf jeden Fall noch, das hatten wir ja eh geplant. Aber ja, müssen wir gucken, genau. Genau. Letzten Endes die Planung für den Nachcap, das ist im Prinzip deine Aufgabe. Genau. So, ja, im Grunde genommen, du musst vorausrennen. Ich kann ich gehe nochmal zum Gemischwarenhändler hier hinten? Ja, einfach stimmt nur, eigentlich. Weil ich kann. So, alle sonstigen Gegenstände. Schlurp. Weg damit. Schlurp. Dann 1900. 2200, das behalten wir doch dann lieber das da. Gestalt der Freude, Materialgegenstand kann weg. Mhm. Atreas Lederhose, das ist, da müssen wir bei Gelegenheit mal gucken, inwiefern die Schuhe, die wir ja, oder die oh, guck mal, ich hab ein ganz schickes Outfit. Oh, guck mal, das sieht wirklich cool aus hier. Sogar, das ist halt auch einfach nur, boah, das sieht wirklich gut aus, ne? Wo hast du das her? Das ist, ja, das habe ich jetzt gerade hier. Das war scheinbar Quest-Gegenstand. Du müsstest du auch haben, so eine Stofftunika oder so ein Hemd. Ich habe den... Aber bei männlichen... Aber ich enttäusche dich schon mal, bei männlichen Charakteren sieht das ja kacke also aus. Wir müssen eben erstmal gucken. Es kann durchaus sein, dass das Zeug, was wir jetzt hier so haben, eventuell irgendwann... Weil wir haben ja schon fast das vollständige Set hier so langsam zusammen. Abers, Lederschutzschulter oder beziehungsweise ist ja kein Set, aber das Zeug wird ja dann immer besser und müsste ja eigentlich sein, müssen wir mal gucken, ob die Sachen, aber das werden wir dann offscreen machen, weil ich das jetzt, wenn ich das jetzt quatsche, wird's doof. Könnte durchaus sein, dass die ganze Theater hier eben, sagen wir mal, jetzt schon besser ist. Ja, du siehst es, ja gut, also besser ist es halt auf jeden Fall, das siehst du ja. Also keine Ahnung, das siehst du zum Beispiel meine Stofftunika ja, 96 zu 105 MTP, 200 zu 400, was du halt aber wir haben halt noch den Set-Effekt halt definitiv genau, drauf. Genau. Ne? Genau. Und da hast du halt zum Beispiel, wenn du das allein nur mit TP vergleichst halt, ne? Also gut, du hast jetzt durch diese Stofftunika, erhältst du nochmal 200 TP mehr, verlierst allerdings im gleichen Augenzug nochmal, durch den Z-Effekt, ja, 1000. Ja, gut, allerdings muss man dazu sagen, diese Sachen sind zu sockeln, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du, kannst dir das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Guck mal, beim Gemischtwarenhändler kauf dir mal bitte, mal diese edlen Vorratsbündel auf jeden Fall mal zurück, weil wir werden diese, diese Vorratsbündel halt auf jeden Fall benötigen. Und die kannst du dann halt immer mal aufmachen. Oh, kann ich nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Nee, sind weg. Oh, das ist blöd. Das ist nicht so cool. Naja. Naja, gut, ein paar müsstest du wahrscheinlich noch haben. Und wenn nicht, willst du dann halt sowieso da mal dann irgendwann demnächst... Ich habe immer mal welche aufgemacht gehabt und so viele sind da gar nicht mehr. Nur das Reißen, dann habe ich noch 1, 2, 3, 4. Aber wie gesagt, die Typen, die Dinger hatte ich ja eh nicht. Ansonsten würde das Zeug gekauft von der Kohle, die wir haben letzten Endes. Wie gesagt, wenn es jetzt erstmal pausiert wird, also mit eventueller Option, dass es weitergeht, wisst ihr ja, wenn der nächste Cap ist. Aber so lange wird der eh erstmal pausiert. Das heißt, die Kohle würde hier eh brach liegen. Das wäre ja doof. Dann können wir sie genauso gut, was weiß ich, für Steine verwenden. Ja, das auf jeden Fall. Ja, klar. So. Wo rennen wir jetzt hin? Zu der Quest, die du noch hattest, oder nicht? Du hattest doch hier oben noch Questen, zwei. Ja, achso, ich dachte, du willst erst zum Rest oder Gemüse. Nee, erstmal zu den Questen halt. Ja. Okay, deswegen frage ich. Lauf einfach vor, öffne ich hab keine Ahnung, eigentlich müsste ich jetzt direkt nach oben, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Ja, wir können erstmal noch geradeaus ein bisschen laufen, glaube ich, da sind nicht ganz so viele Monster. Oder hier durch, hier, guck mal, hier hinten führt ein Weg lang, ist das so? Ja, du kannst hier überall, kannst ein bisschen lang. Hinten für den Weg lang. Also gerade erst aus, machen wir erstmal geradeaus. Okay. Na gut. Ich glaube, wie gesagt, können mich da noch dran erinnern. Wird nicht auf gerade direkt angezeigt, glaube ich.
Allerdings, ja, guck mal, da kannst du zum Beispiel durchrennen, ohne dass da was passiert. So, hier ist zum Beispiel so ein Weg. Aber auch warum der auch nicht auf der Karte angezeigt wird, okay. Auf jeden Fall ist hier ein Weg. Ja. Das Ja, sieht man man ja sieht auch ihn auf der Karte halt nicht, ne? andeutungsweise. Ja, Andeutungsweise gut, sieht man zumindest auf ihn. der Minikarte halt, Ja, ne? genau. Achso, ja, doch, hier oben auch, aber auch ganz leicht, wenn du näher ranscrollst. Ja, genau. Andeutungsweise eben. Ist halt ein alter Weg, der lange nicht benutzt wurde, sowas in der Art. Genau. Dumm. Hat nicht asphaltiert. Muss man mitrechnen dann. Keine Autobahn. Dumm. So, dumm? Warum sagst du, dass ich Nö. dumm bin? Kau dich! Nö. Mach gerade hier meine ganzen Vorratsbündel auf. Ach so. Gibt's gut Tränke? Ja, nö, habe ich eh schon genug. Die habe ich ständig verkauft. Die Was die Lebenstränke Tränke? zumindest. Echt? Die Mana-Tränke. So. So, okay, hier habe ich abgegeben. Jetzt habe ich nur zum Annehmen und hier habe ich jetzt wieder eine. Hört weiter zu. Blum. Oder habe ich da hier eine Quest angenommen? Kann natürlich auch sein. Geht zum Festungsturm und Beruhigungsmittel. Ja, kann sein, dass ich eine zusätzliche Quest angenommen habe. Ist aber nicht so wild. Die hier habe ich abgegeben. Hat jetzt, obwohl, warte mal, oder hat es, warte mal, 10, 20, 30, 40, nur 5%. Ja, doch. Okay. Ja, vielleicht hast Ja. du die. Ich weiß es nicht. Also ich habe die Quest halt Und nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du die irgendwann mal vergessen hast. Zwischendurch. möglich, aber da unten ist ja also auch noch eine. Und wir waren bei Tenaro, glaube ich, noch gar nicht. Und hier oben waren wir auch noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht gewählt. Nee, stimmt eigentlich, ja. Warum hast du die denn nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vermutlich habe ich die irgendwann mal angenommen. Du hast sie halt nicht angenommen und deswegen hat es die nicht. Ich habe ja eigentlich alles angenommen, bei mir ist halt auch Also wie gesagt, wirklich gar unten im nichts mehr auf der Nebeldornwald Karte. ist nochmal so eine Quest. Das könnten nochmal 5% sein. Oder halt weniger. Wo denn Nebeldornwald? Wo ist er denn? Unten rechts. Ah, unten rechts. Ach so, jo, dann gehen wir halt nochmal dorthin, ne? Genau. Und wie gesagt, bei Kenua habe ich auch nochmal eine Quest. Der blaue Nebelsumpf, aber es ist eine tägliche, die ich vermutlich wirklich vergessen habe abzugeben. Ja, ist ja wie gesagt in Ordnung. Also können da schon Jo. hingehen und ja. Wobei wir können uns meinetwegen auch erstmal kurz aufsplitten, würde ich meinen. Du gehst halt mal dort runter, ich schau mir mal den Riss halt einfach mal an. Und dann kann ich dir halt am Ende sagen, ob sich das lohnt oder halt nicht. Also, ich meine, ich würde ja jetzt sowieso nur hinterherlaufen. Ist das soweit okay Jo. für dich? Kriegst du ja, denke ich, hin, ne? Bestimmt genau. Ich laufe jetzt einfach mal hier direkt. Müsst ihr irgendwo, weil hier, wo waren hier die Leute? Ich doch, die Straße lang. Na gut. Lalalala. Und bist schon da? Sind wir schon da? Sind Nee, wir ich bin schon noch nicht da? da. Ich bin noch Sind wir nicht schon da. da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nee. Warum nicht? Hallo. Hallo, tschüss. Das hat sich jetzt gebracht, das Aufsplitten. Nee, ist schon okay. Wie gesagt, ich laufe jetzt zum Riss und ich gehe jetzt durch den Riss durch halt, ne? Genau, und ich gehe jetzt zum Teleporter und te Genau. teleportiere mich darunter. Lü. Wir waren ja schon mal auf der anderen Seite, aber so viel gebracht hat uns das da ja zu dem Zeitpunkt nichts. Aber das heißt ja nichts. Jo, wie gesagt, einfach probieren über Studieren halt, ne? Also, das ist, Eben. ne? Und Versuch vielleicht, macht klug. bist du jetzt mit 64. Ich kann mich noch daran erinnern, also gerade wenn du da damals warst halt wirklich so in den kleinen Anfangsgebieten, da hatten die Entwickler halt wirklich drei oder vier Questen halt in dem anderen Gebiet noch mit rein implementiert gehabt, wo man dann halt auch in dem anderen Gebiet halt keine PvP-Aufgaben lösen musste, sondern einfach nur ganz normale Aufgaben, also jetzt irgendwelche Monster hauen, die es halt nur dort gab. Und Ja. ja, kann ja jetzt noch genauso sein, ne? Vielleicht wurde das jetzt erst freigeschalten. Wie gesagt, ich schaue mir das halt einfach gleich mal an und dann kann ich dir halt genauestens Bericht erstatten darüber und dann. Genau, machen Sie das. So, ich bin gleich wieder beim Außenposten. Wo ich übrigens auch noch, ja, die Lupris-Instanz, also eher Quests annehmen, Instanz-Quests, das lasse ich mal weg. Ja. Ja Weil. gut, werden wir jetzt eh nichts mehr finden. Also ich habe jetzt immer mal in Gruppe geschaut, es ist einmal Rentes ist halt jetzt auf jeden Fall offen. Und das war's dann halt auf jeden Fall schon.
Kann man natürlich auch nochmal reingehen. Hatte, glaube ich, auch relativ gut XP gebracht. Ne? Wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wenn das dann gleich noch da ist, dass wir das einfach, uns einfach nochmal überlegen. Ja, wäre eine Option. Müsste man schauen. Wir haben hier verloren, die haben wir als Versteck. Hat dir ja auch Spaß gemacht. Zur Flucht. So. Ja gut, das ist hier, sehe ich jetzt hier nicht irgendwie großartig was hier in dem Rissgebiet. Mhm. Also ich sehe zumindest keine Questen halt, ne? Na, vielleicht haben sie das auch deswegen rausgenommen, weil, sagen wir mal, es ist ja meistens so, gut, auf Baldur wird es jetzt vielleicht nicht so sein, aber wenn die Server doch ein bisschen belebter sind, sind da viele Leute unterwegs und wenn du da quasi als Asmo in einem Elios-Gebiet unterwegs bist und da dann 5000 Asmos sind, ist es eh teilweise fast nicht möglich, die Mobs vernünftig zu hauen. Da ärgerst du dich ja auch nur tot. Ja, oder dafür darum. Deswegen ist das ja bei Star Wars, da geht das ja auch teilweise, aber da ist es in der Regel so, dass das halt bei den meisten dann in den Bonus-Quests drin ist, dass du da wirklich in so ein Gebiet, ins Feindgebiet musst. Das fand ich jetzt übrigens bei Plate and Soul eigentlich auch eine gute Sache. Die haben das nämlich dort so gelöst gehabt, dass du nicht direkt gleich am Anfang halt, ne? Also doch relativ am Anfang mit, ja. Allerdings nicht gleich sofort, wenn du einloggst oder sowas, dich in die Richtung halt dich für eine. Okay, hier sind die Dinger. Okay, dann werde ich hier wahrscheinlich sterben. Ja, ich sterbe auch gleich. Du hast halt, wie soll man sagen, du hast halt, ab Level 5, also relativ zeitig, kannst du dann irgendwie einer Fraktion beitreten und wenn du dann dieser Fraktion beigetreten bist, kannst du dann die andere Fraktion umklatschen, auch Open World PvP mäßig, allerdings nur dann, wenn beide das gleiche Ausrüstungsteil anhaben. Das heißt, es gibt dafür einen bestimmten Skin oder einen bestimmte Oberteil, was du anziehen musst und damit bist du halt fürs PvP halt so gesehen markiert. Mhm. Und ja, so ist das halt. Ja, das klingt auch nicht schlecht. Übrigens, die Quest da unten war zwar als Abgeben markiert, aber ich habe nur Quests angenommen. Also okay. Hat das jetzt nichts gebracht. Naja, ich könnte ja trotzdem nochmal nach Kinua wandern in der nächsten Folge und da mal die eine Quest, die dann definitiv noch ist, mal eben abgeben und dann ja sehen wir weiter in der nächsten Folge eben. Ich sag schon mal Dü zum Tschüss, Tschüss zum Dü und für euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.